I want the top. All my people right there in the back of the spot. I need the top. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Destiny back again. Und heute mit einem natürlich neuen Advanced Warfare Gameplay am Start. Gleich mal vorneweg, das sind nur 85 Kills in Bodenangriff. Eigentlich wirklich nichts Besonderes, aber ich habe alle meine Streaks bekommen. Und mir ist sogar ein richtig krasser Fehler unterlaufen. Was ich dann aber jetzt später noch Alter, was laber ich schon wieder für einen Müll, was ich dann später aber noch erwähnen werde, wenn ich an die Stelle komme. Ja, ich habe hier gespielt Bodenangriff auf Instinct, oder? Ist das Instinct? Ist das Instinct? Ja, okay, genau. Ja, Bodenangriff auf Instinct. Ich habe gespielt mit... Also ich sag's euch jetzt mal in der Reihenfolge, so wie es da steht. Bombardierung mit nichts. Dann Warbird mit KI und Verlängerung. Dann Paladin mit 105 mm oder was es ich wie groß es ist. Auf jeden Fall mit dem AC-Geschoss und Verlängerung. Und Vulcan mit Lightshow und auch Verlängerung. Ja, gespielt habe ich die BAL ohne Aufsätze und ohne Perks, weil ich sie auf Gold erspielen wollte. Ich guck nur gerade mal, habe ich sie das ganze Gameplay übergespielt? Ja, sieht so aus. Ja, ist doch sogar noch besser, ey. Wusste ich gar nicht, dass ich die ohne Aufsätze und ohne Perks gespielt habe. Also ohne Aufsätze und ohne Perks. Ich hatte nur dabei die RW1 Prototype und... Ah, wie heißt die Scheiß? Übertaktet. Und zwei Semtex, aber mehr nicht. Ja, wie schon gesagt, am Ende 85-13. Ich habe halt alle Streaks einmal bekommen. Und jetzt komme ich dazu, was ich sagen wollte. Ich habe mit dem Paladin, hatte ich ja das AC-Geschoss dabei. Und ich habe es vollkommen vergessen, ja, dass ich das überhaupt dabei habe. Deswegen, ich habe das gar nicht benutzt. Also eigentlich nur den normalen, ja, die normale Machine Gun, wie auch immer. Ja, was ich nur ganz kurz eigentlich erwähnen wollte. Ich weiß noch nicht, wie ich das Gameplay hier schneiden werde. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt bei meinem Destiny-Account, damit DV, bla bla bla. Da bin ich jetzt 7. Prestige, Level 30, aber ich muss ehrlich sagen, ich spiele auf dem Account nicht mehr. Ich hatte letztens mit dem Nerif, habe ich zusammen gezockt, mit dem zocke ich in letzter Zeit öfter auf der Xbox. Und ich habe nur so gesagt, Achtung, jetzt mache ich mal was, um den anderen zu beweisen, wie krass abgefahren das hier ist. So, dann habe ich auf der 360 gespielt, ich bin online gekommen, direkt 30 Minuten ab der ersten Runde recorded. Ja, aber mir war das dann irgendwie doch zu blöd, um das dann wieder hochzuladen. Aber ich habe es auf jeden Fall recorded. Aber wahrscheinlich schon bestimmt wieder schon längst gelöscht. Auf jeden Fall wieder nur die größten Abfucker und Tryhards. Ja, da hatte ich keinen Bock drauf. Dann habe ich mir jetzt einfach mal einen Monat, weil der so billig war. Weil ich habe mir erst vor kurzem ein Jahr Xbox Live für den Destiny-Account geholt. Und auf jeden Fall habe ich mir jetzt halt einen Monat Xbox Live nochmal für meinen zweiten Account geholt. Ich habe den jetzt übrigens umbenannt. Und ich habe alleine jetzt heute am Sonntag, also ich mache das Commentary jetzt recht spät, ich habe alleine nur am Sonntag, ich habe schon recht viel gezockt, habe ich komplett ein ganzes neues Doomsday erspielt, wenn nicht sogar noch das halbe nächste dazu. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie oft ihr euch so ein Doomsday wünscht, weil ich habe auf der anderen Seite auch keinen Bock, jeden zweiten Upload oder jeden dritten Upload Doomsday zu bringen. Weil vielleicht wird es ja nach einer Zeit für die Leute auch langweilig und das will ich ja nicht. Ich will ja eigentlich irgendwie schon so, dass meine Doomsdays so angesagt bleiben. Mit so dieser typischen Destiny-Musik und meinen typischen abgefahrenen Clips, wenn ich das mal so sagen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vielleicht nicht so die krassen Clips, aber was ich auf jeden Fall am Start habe, ist immer Movement und ab und zu mal auch das Aiming. Das ist ab und zu auch mal dabei. Und jetzt gibt's eine Sache, deswegen, ich komme ganz gut auf das Thema gerade. Jetzt gibt's eine Sache, und zwar das Doomsday 23, was ich ja hochgeladen hatte, jetzt am Sonntag, den 23.11. Dieses Doomsday hatte ich dreimal hochgeladen. Einmal als allererstes, das erste Doomsday, perfekt angepasst zu den Schüssen und dies und das gemacht, Zeitlupen eingebaut, bla bla bla. Also ich editiere hier die Videos mit Movie Maker. Und diejenigen, die schon lange meine Abonnenten wissen, müssten wissen, warum ich mit Movie Maker editiere, nicht mit Sony Vegas, weil das habe ich nämlich auch am Start. Und auf jeden Fall hatte ich das erste Doomsday, wie schon gesagt, angepasst auf die Musik und bla bla bla. Also war schon echt gut. Ich lade es hoch, eine Minute später weltweit gesperrt wegen Copyright Music, bla bla bla. Ich denke mir so, wow, was geht denn ab? Ich mir voll viel Arbeit und Mühe gemacht, ich einfach nochmal gemacht, mit einem neuen Lied, auch wieder
Also da muss ich ehrlich sagen, so halbwegs darauf, so angepasst, Musik auf die Schüsse und bla bla bla. So, auch wieder gesperrt. Und dann habe ich beim dritten, habe ich mir gedacht, oh, leck mich doch jetzt mal fett am Arsch, ey. Einfach Musik dazu geklatscht, ein, zwei Zeitlupen angepasst, mehr nicht, und das dann hochgeladen. Ich muss auch ehrlich sagen, das 23. Doomsday, was ich hochgeladen habe, ist ehrlich gesagt nicht so gut. Aber ich werde euch auf jeden Fall unter dieses Video, wenn ihr das jetzt hier seht, werde ich euch auf jeden Fall in die Beschreibung das originale Doomsday verlinken. Das originale Doomsday 23. Ihr könnt es euch auf Google Drive runterladen. Also an diejenigen, die das wirklich interessiert. Ich muss schon wirklich ehrlich sagen, das ist eines meiner besten Doomsdays, die ich je gemacht habe. Die Musik passt einfach perfekt dazu. Und es sind noch ein paar Clips dabei, so als kleiner Sneak Peek, sage ich jetzt mal. Es sind noch ein paar Clips dabei, die im Doomsday, was ich hochgeladen hatte, was öffentlich war, die dann nicht zu sehen waren, die natürlich dann als Leftover quasi in das nächste Doomsday übernommen werden. Weil ihr müsst euch vorstellen, das erste Lied war von Lil Wayne, ich sag jetzt nicht, welches es war. Das ging 4 Minuten 30, das zweite ging dann nur noch 4 Minuten 10. Und ja, jetzt das letzte, also das neueste, ja, wie soll ich denn sagen, das Doomsday, was ich halt hochgeladen habe, das geht 3 Minuten 15. Also könnt ihr schon mal sehen, das fehlt circa eine Minute und die ist ja logisch, das Doomsday vielleicht 5 Leute gesehen. Ist ja logisch, dass ich das dann nicht wegschmeiß, sondern dann dafür die Clips, die ich dann nicht in dem Doomsday benutze, dann lieber im nächsten Doomsday benutze. Wenn ihr mir so weit folgen könnt, das waren so viele Doomsdays hintereinander in den verschiedenen Sätzen, das gibt's gar nicht. Und ja, das wollte ich halt nur mal so gesagt haben, dass mich das halt abgefuckt hat wegen dem Copyright. Und nicht, dass ihr euch da denkt, oh, der Destiny macht ja ein Doomsday, er klatscht das einfach mal so hin. Ich weiß ja nicht, wie es angekommen ist, keine Ahnung. Aber ich fand auf jeden Fall das erste, fand ich am besten. Und nochmal an alle, wenn es euch interessiert, wenn ihr da Bock drauf habt, das bockt auf jeden Fall übel, das Doomsday. Ladet es euch bitte in der Beschreibung runter, keine Angst, ist kein Link oder sonst irgendwas. Kein Link, Alter, was labe ich? Ich muss dringend ins Bett, ey, es ist schon 23:30, ey, ich muss um. Zum Glück habe ich 2 Stunden später Schule, wann muss ich denn aufstehen? 7:30. Trotzdem abgefuckt, ja. Auf jeden Fall ist es kein Hack oder ein Virus oder sonst irgendwas. Ihr könnt euch das ruhig runterladen. Wie gesagt, mein 23. originales Doomsday. Und damit wäre ich bei einem weiteren Punkt. Ich habe ja eigentlich nie vorgehabt, mich wirklich partnern zu lassen. Oder ich hatte mir höchstens mal vorgenommen, vielleicht ein paar Sponsoren oder so ranzuholen. Weil ich meine, ganz ehrlich, ich kaufe meine ganzen Klamotten und so, kaufe ich immer auf der Seite Kicks. Und ja, es gibt auch noch so ein paar vereinzelte, aber jetzt so im großen Ganzen Jordans oder so immer auf der Seite Kicks. Und ja, und ich habe mir erst überlegt, so, ob ich mich von der Seite vielleicht sponsern lasse. Ich meine, ich sag das ja auch immer in den Kommentaren. Ich mache umsonst Werbung, habe sogar Unboxings von Schuhen gemacht, komplett umsonst. Deswegen habe ich mir schon so überlegt, ja, vielleicht mache ich da auch so ein Sponsoring, so ein Schwachsinn da. Dann bekomme ich mich Klamotten vergünstigt und sonst irgendwas. Und jetzt kam mir aber so der Gedanke, wenn ich ja YouTube-Partner bin, habe ich auf jeden Fall, wenn ich ja dann mein Geld verdiene, mein hart erarbeitetes Geld, da muss ich immer drüber lachen, wenn ich das so höre. Nee, aber dieses Geld habe ich mir überlegt, damit sowas nicht mehr passiert, dass Doomsday gesperrt wird wegen Copyright Music, habe ich mir schon wirklich überlegt. Also ich werde mich darüber jetzt auf jeden Fall genauestens informieren, und mal hier die ein oder anderen Leute mal fragen, die auch YouTube-Partner sind. Und ja, mal schauen, ob ich das wirklich mache. Weil ich habe mir vorgenommen, wenn ich YouTube-Partner bin, dass ich mir von dem YouTube-Money einfach nur meine Ausrüstung kaufe. Weil ich wollte mir jetzt vielleicht sogar dann noch eine Blazy 4 holen. Und natürlich auch brauche ich Advanced Warfare dann natürlich auch wieder für die Blazy 4. Und zudem habe ich mir, also das ist jetzt das Hauptsächliche, was ich mir rausgesucht habe, was ich mir noch kaufen werde. Aber dann habe ich mir zum Beispiel überlegt, würde ich mir vom YouTube-Money dann noch eine Wii U oder so holen mit Super Smash Bros. Und sowas auch mal hochladen. Ich denke, das ist bestimmt verfickt lustig, wenn ich hier irgendwie Mario Kart, Mario Party oder halt wie gesagt, mein absolutes Lieblingsspiel auf Nintendo ist Super Smash Bros., wenn ich das halt irgendwie bringen könnte. Vielleicht auch irgendwie gegen einen Kollegen oder so. Ich weiß gar nicht, ob Kollegen von mir eine Wii U haben. Aber sowas würde ich mir vom YouTube-Money gönnen. Oder halt, damit sowas nicht mehr passiert wie beim Doomsday 23 mit dieser Copyright Music, würde ich mir einfach die Lizenzen für das Lied kaufen. Ich habe keine Ahnung, wie viel das kostet, aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, so für ein Destiny wie mich mit 7300 Abonnenten kostet das Lied vielleicht 50 Euro und für ein Visca Barca kostet das halt mal 1000 oder so. Ist ja klar, der hat ja eine viel größere Reichweite als ich. Aber da werde ich mich auf jeden Fall genauestens informieren,
Aber ob ich das dann wirklich mache, dieses YouTube-Partnering und bla bla bla. Und was viele nicht wissen, der Grund, warum ich das nicht mache mit dem YouTube-Partnern, ist ganz einfach, egal was ich mache in meiner ganzen YouTube-Karriere, mir kann keiner dann vorwerfen, aha, der hat das nur wegen dem YouTube-Money gemacht. Deswegen, wenn ich jetzt, ich meine, ich habe es ja schon mal gesagt, ich lade eigentlich nur YouTube-Videos hoch, wenn ich auch Bock drauf habe. Und ich könnte mir einfach so gut vorstellen, wenn ich dann einfach mal, wie jetzt mal im Urlaub oder so, dann Zeit habe, mehr Videos hochzuladen, und ich dann Partner bin und dann, was weiß ich, mal 2 Tage hintereinander eins hochlade oder ein Double-Upload mache, dann würde es nämlich direkt heißen, ah, YouTube-Money, ja, keine Ahnung, das ist mir halt einfach irgendwie zu blöd. Und natürlich, wenn man kein Partner ist, hat man fast unendliche Grenzen. Ich meine, ich benutze fast jedes Video benutze ich irgendein Lied, was eigentlich gar nicht sein darf. Aber es gibt ja so bestimmte, wie soll ich sagen, Lieder, die man benutzen darf und welche nicht. Ich meine, 90% von meinen Videos müsste ich löschen, wenn ich Partner werden will. Aber es gibt natürlich so bestimmte Lieder, die haben, ich nenne das immer Copyright des Todes. Die kannst du nehmen, dann ist dein Video direkt gesperrt. Oder es gibt natürlich dann auch so Copyright-Lieder, dann wird das nur angezeigt, aber die machen nichts. Aber egal. Das Gameplay nähert sich jetzt eh schon fast dem Ende. Genug gelabert. Und ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Oder ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn einer von euch weiß, wie das so geht. Mit diesem Lizenzen kaufen für Musik und bla bla bla, wie viel das kostet. Wenn sich da jemand auskennt, schreibt es mal in die Kommentare. Und dann war's das von mir. Haut rein. Bis demnächst. Servus.